Nach einer demütigenden Niederlage gegen Son Goku auf Namek trainiert der zurückgekehrte Freezer und reist auf Rache sinnend zur Erde. いやがって貴様はそうやって命乞いしたもんを一体何人殺したんだ。俺の気を少し分けてやった。あとは勝手にしろ。 Streng genommen hat Trunks ihn ja getötet. Katsute Namekseenite okonawareta Son Goku to Freeza nioru saishuu kessen. Shitou no sanaka, Super Saiyajin ni mezameta Son Goku o mae ni, aku no teiou Freeza wa kutsujoku no haiboku o kishita. 一度は勝負が決した両者であったが、二人の宿命はついえることはなかった。なんとドラゴンボールによってフリーザは地球の地に蘇り、虎視眈々と復讐の時を狙っていたである。打倒孫悟空。同じくドラゴンボールの力で復活したフリーザ軍を引き連れ、フリーザは再び宇宙へ。 厳しい修行を行い、ついに強大な力を手に入れたのだった。フリーザ軍、地球到着まであとわずか。ほっほっほ、復讐の時は来ました。さあ、向かうとしましょうか。孫悟空の待つ地球へ。 一方その頃、 悟空とベジータはビルス星でウィスを相手に修行に励んでいた。 Und damit erstmal hallo und willkommen zurück zu Dragon Ball Z Kakarot. Eine Kraft erwacht, eine neue Kraft erwacht, Teil 2 des DLC-Packs. Sehr interessanter Start. Wenn, ich weiß nicht, ob ihr Dragon Ball Super oder Fukatsuno F, also ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt, der Film. Freezers Rache oder so, keine Ahnung. Revival of Freezer gesehen habt. Da verläuft die Story ein bisschen anders. Da sind es nämlich Gefolgsleute von Freezer, die ihn mit den Dragon Balls zum Leben zurückerwecken. Aber hier bei Kakarot haben wir das ja selber gemacht. Nach der Hauptstory. Da sind wir losgezogen, weil uns langweilig war, haben wir die ganzen Gefolgsleute und Freezer wiederbelebt. Und das beißt uns jetzt in den Hintern. Das ist sehr cool eingebunden. Super Saiyajin Goddo. その更なる上を目指して。 はーい、ここまで。 お二人ともなかなかいい動きになってきましたが、 まだスピードが物足りませんね。 まだ足りんのか。 まだ頭で考えて動いているからです。 特に ベジータさんはその傾向が強い。確かにそういうとこがあるよな、ベジータは。やかましい。貴様がバカなだけじゃないのか。
それにあなたはいつも悟空さんに一歩先を行かれている。なぜだかわかりますか？あなたは気を張り詰めすぎなんですよ。悟空さんのようにリラックスするのも大事ですよ。チッ、はっきり言いやがるぜ。その一方で悟空さんは自信過剰すぎて油断してる場面が見られます。これからはそれぞれの弱点を意識しながら修行を続けると良いでしょう。よし、油断しねえ油断しねえっと。それでは休憩を挟んで修行の続きを始めるとしましょう。あ、お二人ともそれぞれ分かれて修行を行いたいので、お一人ずつ来ていただけますか？分かった。俺らもその方がやりやすいしな。ふん、それはこっちのセリフだ。やれやれ、仲が良いのか悪いのか本当に分かりにくいですね。それではまず悟空さんから始めましょうか。よし、悪いなベジータ。チッ、まあいい、さっさとやれ。どうせすぐに俺が貴様を追い抜く。よっ、そうベジータ währenddessen auf der faulen Haut liegen würde。もっともっと強くなってやるぞ。Bin mal gespannt, ob wir ein neues Level Cap jetzt haben mit dem neuen DLC. Wir waren ja mit 250 ganz oben angekommen. Sehen wir jetzt auch die anderen? Nein, wir sehen nur uns. Okay. それでは修行を始めるとしましょうか。修行はこれまでより厳しくなっていきますが、頑張ってくださいね。へへへ、ワクワクすんな。あなたに用意した修行はこちらです。 Was haben wir denn hier? Okay, das geht weiterhin nur bis 200. Limb Break Training Stufe 130. Schwächen überwinden. Ich glaube, das kriegen wir wohl hin. So, Kabe を越えて見せてください。自分の限界を越えるイメージを思い描くのです。私を倒すくらいの気持ちで来ないと修行を終えることはできませんよ。Ich glaube, das war gut, ne? とてもいいですね。さすが悟空さんです。ほら、まだそこまで強くなれた気がしねえな。ビルス様には全然勝てそうにねえし。さすがにそれはまだ無理でしょうね。ですが。ゴッドの力の壁を越えればその可能性もかなり高くなりそうですよ。本当か？じゃあもっと使用してくれよ、牛さん。ええ、あなたの積極的な姿勢はとても良いですね。あなたの強さはそこから来ているのでしょう。へへへへ。では次の修行の準備ができたらまた。オッケー。Klar machen wir das. Vielleicht sollten wir mal zwischenspeichern. Ist vielleicht nicht verkehrt.System speichern. Da. Sicher ist sicher. 修行の準備はよろしいですか? Ja, lass uns weitermachen. Mehr als ein Super Saiyajin Gott.自分の強さを過信せず、隙を見せないように。隙だらけの体なんて脆いものです。注意してください。Oh, das ist eine neue Attacke, die konnte er vorher nicht. Aber die ist, glaube ich, direkt aus Xenoverse übernommen, ne? Das ist perfekt.よく動けています。注意力も悪くありません。はい、いいですよ。よく学びましたね。素晴らしいですよ、悟空さん。スーパーサイヤ人ゴッドの先のイメージがつかめたようですね。お、あとはオラだけでもなんとかなりそうだ。サンキュー、イッサン。あとはベジータさんもあなたと同じレベルになってもらう必要がありますね。お二人で磨き合いながら強くなっていただくことが一番のようですから。うん、オラもそう思う。でも
ベジータならすぐにこの力をものにしちまうさ。Trainiere als Vegeta weiter mit Whis. Okidox. Oh, ich darf nicht mal selber wechseln. Kakaroto ni saki o ikare panashi na no wa shaku da kara na. Whis to shugyou shite sugu ni oi nuite yaru. Kann ich eigentlich, ich kann ja mal gucken, ob ich das Level Cap jetzt sprengen kann, ne? Wenn ich das Weihwasser benutze. Nope. Wir sind Max Level. Soledewa. Zugi wa Vegeta-san no shugyou no ban desu ne. Goku-san wa kanari tsuyoku narareta no de, anata mo ganbatte kudasai ne. Ah, sugu ni hajimete kure. Kakarotto no yarou ni saki o ikare ppanashi na no wa. Anata ni yōi shita shugyou wa kochira desu. Hier gibt's auch nichts Neues, ne? Nope. Limit Break. Schwächen überwinden. Auf, auf. Vegetas Attacke haut halt mehr rein für jeden Tick, den es trifft. Aber dadurch, dass man sich bewegen kann und nicht dauerhaft aufrechterhalten kann, ist es quasi die schlechtere Variante. Darf ich mal was machen? Das ist schlimm. よく動けています。注意力も悪くありません。今の俺の力をもってしても Mada are hodo no yoyou ga. Sasuga Vegeta-san desu ne. Tashika ni tensai da to jibun de oshisharu dake no koto wa arimasu yo. Sore demo anta ya Beerus-sama no rebel ni wa mada tooi n daro. Moya moya suru ze. Anata wa tsune ni ki o hari tsume sugi nano desu. Iza という toki, sore de wa karada ga hannou dekimasen. その辺りを克服できれば、あなたも壁を乗り越えて、ゴッドの力の先へたどり着けると思いますよ。では、次の修行の準備ができたら、また私に声をかけてくださいね。ああ、わかった。Also jetzt. Wir sind bereit. 修行の準備はよろしいですか? Ja, lass uns bitte weitermachen. Das ist...Warum halten wir uns damit auf? あなたの課題は頭で考えすぎないことですよ。これではほんとに強くなっているのかわからんぞ。くそったね。さあ、最後までその調子で攻撃を続けてください。本当にいいですよ。とても良いスピードでしたよ。前より周りが見えるようになった気がする。この感覚だ。Easy peasy lemon squeezy.さすがはベジータさんです。スーパーサイヤ人ゴッドの先のイメージがつかめたようですね。ああ、はっきりとな。あとはお二人が手に入れた新しい力を悟空さんと一緒に確かめてもらいましょうか。ゲガなんだ。さらなる力を得るためウィスとの修行を続けていた悟空とベジータ、激しい修行の末に二人はついに新たな力を得ることに成功したのだった。Off screen, be convenient. 二人とも来ましたね。ああ、あの感覚忘れぬうちに始めようぜ。貴様が本当にゴッドの力を超えた先にたどり着けているのか確かめさせてもらうぞ。それでは。修行の成果を見せていただきましょうか。Ich auch. Thumbnail. Oder das.スーパーサイヤ人ゴッドの時よりえらく体力を持ってかれんな。
ゴッドの状態からさらにスーパーサイヤ人になってるようなものだからな。だがその分パワーは桁違いだ。お二人ともよく頑張りましたね。ほう、でもあんまり長くは持たないみてえだけんどな。まだ完全にものにはできていないということか。ですがこの短期間でスーパーサイヤ人ゴッドを超えた先にたどり着けるとは驚きましたよ。お、正直俺もびっくりだ。ゴッドの上にこんな力の領域があるなんてさ。ふん、俺も同じ力を手にしているんだ。いつも貴様が先にいると思うなよ。今の状態はまさしくスーパーサイヤ人ゴッドのパワーを持ったサイヤ人のスーパーサイヤ人。ふん、ちょっと長くて言いにくいですね。髪の色も青くなっていましたし、スーパーサイヤ人ブルーといったところでしょうか。Ich bin so froh, dass Sie von Ihrer ersten Idee mit dem Super Saiyajin Gott Super Saiyajin abgewichen sind und es jetzt einfach nur noch Super Saiyajin Blau heißt. Es ist so viel besser. Die Stufenobergrenze wurde von 250 auf 300 erhöht. Hilft deinen Charakteren noch stärker zu werden, damit sie auf alle Gegner vorbereitet sind. Ganz gleich, wie stark diese sind. Super Saiyajin Blue ka. その方が覚えやすいな。では改めて、あなた方が得たブルーの力を確かめることにしましょう。全力でこの私に挑んできてください。そして変化の具合をしっかりと覚えるのですよ。 Die wunderbare Macht von Super Saiyajin Blau。 よし、やってみっか。よろしい、では始めましょうか。So wie die Haare hier gerendert sind, sieht das irgendwie weird aus. Es ist mehr silbrig. Oh, das war's schon. Ich wollte eigentlich nochmal Limit breaken. Okay, mit der blauen Aura sieht's geil aus. お二人ともすんばらしいです。ブルーの力をかなり使いこなせているようですね。これならお二人で手を組めばビルス様ともなんとか互角に戦えるかもしれませんよ。本当か。うん、でもほらやっぱ一人で戦えてんだけんどな。ビルス様を倒すのは俺だ。お前の力など必要ない。やれやれ、あなたたちは本当に仲が悪いんですね。なあ牛さん、俺もうちっと修行してんだけど、ブルーの力もっと自分のものにして。ほほほ、構いませんよ。何？カカロット、抜け駆けは許さん。もちろん俺もやるぞ。やれやれ、こういう時は気が合うんですね。わかりました、修行の続きをしましょうか。一方、地球、平和な時間を過ごしていたご飯だったが、ピッコロに呼び出され、久しぶりの修行に汗を流していた。よし、休憩だ。久しぶりだな、こんなに体を動かしたのは。ずいぶんとたるんでるようだな。少し平和になったからといって怠けすぎだ。すみません、そろそろ勉強の方もやらなきゃダメだって、母さんがうるさくて。勉強やろうと何をやろうと勝手だが、鍛錬だけはおろそかにするんじゃないぞ。そうですね、今度からトレーニングの時間も入れておこうかな。休憩が終わったら続きをやるぞ。今度は先ほど甘くは。何か邪悪な気が近づいてくる。これって。
このバカでかい気は覚えがある。やつだ。Sollte euch beiden keine Angst machen, ihr seid beide stark genug. ご飯たちが気づいた巨大な木。それはフリーザとその一味のものだった。そう、ついにフリーザたちが地球に到着したのである。Naja, Männer waren ja schon eine Weile hier. どれほど待ったことか。とはいえ、孫悟空が現れるまで暇ですね。皆さん、少し遊んでくるといいでしょう。Deine Leute waren doch schon auf der Erde, die haben dich dauernd bekämpft. 地球に到着したフリーザたち。それを察知したのは、ご飯とピッコロだけではなかった。Hey, ja, das ist super Charaktere. クリーンや天津飯らの戦士たちもすぐに異変に気づき、ご飯たちと合流を果たしていた。多くの木が散らばり始めた。奴ら動き始めたようだな。え、僕たちも行きましょう。ああ、だが数が多い。ここは手分けして敵を倒しながら進むぞ。わかりました。Stell bitte Son Gohans und Piccolos jeweiliges Team auf. Gruppen bilden. Son Gohan und Piccolo führen zwei getrennte Teams an. Und du kannst entscheiden, welche Charaktere sich welchem davon anschließen. Sobald du die Teams zusammengestellt hast, kannst du sie nicht mehr ändern. Also stell sicher, dass die gewählten Charaktere stark genug sind. Bilde Son Gohans Team. Son Gohan ist Stufe 250. Ja, ihr seid alle 100. Genau, Piccolo hatte ich auch auf 250 gebracht. Ich hatte auch noch den Zeitreise-Trunks eigentlich trainiert. Aber der ist jetzt hier nicht bei. Das ist ein bisschen schade. Son Gohan geht natürlich mit seinem Bruder und mit Trunks. Bilde Piccolos Team. Piccolo geht mit... Nehmen wir C18 und Krillin. Yes. Ich hoffe, die Support-Charaktere sind auf 100 stark genug. Auf geht's. Yatsura wa ookiku power up shiteiru. Kiyo nugunai yo. Kakushite, Freezer-gun to no tatakai wa hajimatta. Tenshin, Hanyam, Chu und Chaozu sind allein unterwegs. Hordenkämpfe unterscheiden sich von normalen Kämpfen. Du trittst gleichzeitig gegen viele Gegner an. Um einen Hordenkampf abzuschließen, musst du alle Gegner besiegen. Du findest Hordenkämpfe überall auf dem Feld. Sie werden auf der Preiskarte mit Symbolen angezeigt, also begib dich dorthin und stell dich und dein Team auf die Probe. Trainingsgelände. Hordenkämpfe bieten besondere Hordenkämpfe mit Herausforderungsbedingungen. Erfülle diese Bedingungen und erhalte Belohnungen. Diese Trainingsgelände werden auf der Preiskarte mit Symbolen angezeigt, also begib dich dorthin und stell dich und dein Team auf die Probe. Yatsu ra sukikatte ni umoite yagaru yō da na. Kore ijō wa yarasen zō. Ist das ein Gruppendings hier? Doitsu mo koitsu mo kanari no tsuyōsa ga yō da na. Oder ist das ein normales Trainingsteil? Hayaku kata o tsukenai to mazui koto ni yasu. Zurück zur Hauptstory. Okay, das wollte ich nicht. Ist das ein Gruppentrainingsding? Hordenkämpfer Einsteiger. Na, da kriegen wir Weihwasser. Dann können wir unser Team noch ein bisschen trainieren. Mit Z-Kombos kannst du in Hordenkämpfen perfekt mehrere Gegner auf einmal ausschalten. Je höher deine Kombozahl ist, desto mehr Gegner besiegst du auf einmal. Also nutze sie zu deinem Vorteil. Ich muss gestehen, ich habe Z-Kombos nicht verstanden. Die wurden ganz am Anfang mal erklärt und da habe ich nicht aufgepasst. Ich habe schon mal zweimal aus Versehen eine ausgelöst, aber ich weiß nicht, wie die richtig gehen. Oh, wir kämpfen gegen 100 Gegner nacheinander. Cool. Wir schießen uns einfach mal den Weg frei. Gibt es irgendwo welche, die zusammenstehen? Wir bomben uns einfach den Weg frei. War jetzt nicht so spektakulär zum Zusehen, aber es funktioniert ganz gut, oder?
wieder zwei. Wieder zwei. Wie ist das denn, wenn ich ihn einfach haue? Hey, vielleicht sollte er einfach drauf aufschlagen. So schwach. Viel schneller. Das wusste ich nicht. Mit dem Support-Charakter, der meinen Ki zwischendurch auffüllt. Das ist ja noch besser. Ja, das hätte ich von Anfang an gleich machen sollen. Die halt manchmal in die Luft haut, weil der Anflug zu kurz ist. Zumindest das Targeten klappt ganz gut, das macht er nämlich automatisch. Oh, der hält ein bisschen was aus. Warum hält er was aus? Wer bist du, dass du was aushalten darfst und die anderen alle nicht? Okay. Da kriegen wir noch mehr Weihwasser. Wir füttern mal gerade noch ein bisschen Weihwasser an unsere Leute. Ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Bis Stufe 100 war das hier. Danach habe ich nur noch das. Achso, er kann das ja jetzt auch nehmen. Machen wir trotzdem mal, wir bringen die mal auf. Vielleicht für den Anfang. Also eigentlich schlagen die sich nicht schlecht, aber die werden halt sehr schnell hinten dran stehen. Und ich fürchte, ich werde die entweder sehr grinden müssen oder sie stehen mir halt nur im Weg. Was ich aber mal mache ist, ach, das geht nur bis 250, ne? Ah, ich dachte, ich kann es vielleicht für die benutzen. Okay. Dann ist es egal. Mal auf 115. Ein verteilt es einfach einigermaßen gleichmäßig. Während ich das hier mache, verabschiede ich euch schon mal. Wir sehen uns hier wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Dragon Ball Z Kakarot. Macht es gut. Ciao.